Hi ihr Lieben, heute haben wir den nächsten Tag. Wir waren gestern noch ein bisschen einkaufen und zwar bei Tesco. Das ist sowas Ähnliches wie Kaufland, würde ich behaupten. Außer dass man da sogar noch Kühlschränke und so kaufen kann. Echt witzig. Und da haben wir im Finn ein ganz süßes Outfit gekauft. Das hat er gerade auch an. Das zeige ich euch noch, bevor wir essen, weil dann ist es wahrscheinlich fast auch ein Olaf-T-Shirt und das ist so niedlich, weil ja. Wer den Film schon gesehen hat, der Olaf möchte unbedingt zweimal erleben und das passt jetzt perfekt. Mussten wir einfach kaufen. Außerdem ist hier alles etwas günstiger. Ich bin gerade in unserer Ferienwohnung auf dem Bett, wie ihr seht, und Patty holt Brötchen zum Frühstücken. Und ja, geschlafen habe ich heute so ulala. Also wir haben erst so um 1:30 ungefähr geschlafen, weil wir unten noch bei Pattys Schwester waren und uns unterhalten haben über ein Spiel, das ich jetzt vielleicht auch mal probieren möchte. Und dann haben wir eben geschlafen und dann so um 4 Uhr oder so. Also das sind noch zwei Zimmer neben uns, also da vorne und gegenüber. Und wir hatten hier die Terrassentür offen. Jetzt zeige ich die mal hier, die Terrassentür, ja. Dass einfach Luft reinkommt, weil hier ist es wirklich richtig warm. Wie ihr seht, ist da auch gleich Finns Bett. Und ich höre nur eine Männerstimme, was knallen und Finn weint so kurz, so wimmert so. Und wach auf und schüttelt Paddy. Paddy, Paddy, da ist irgendjemand bei uns im Zimmer. Und voll die Panik und keine Ahnung und Puls total hoch, Herzklopfen, keine Ahnung. Ja, jetzt war ja aber natürlich keiner drin, wie soll der auch hochkommen? Ich dachte halt irgendwie in meinem kurzen Panikmoment, dass da jemand den Balkon hochgegangen ist und in den falschen oder so. Ja. Jetzt war das wahrscheinlich einfach der Typ, der da drüben in der Ferienwohnung ist und der ist halt später heimgekommen. Ja, und war halt ziemlich laut. Ja, genau. Der arme Paddy. Aber er hat dann trotzdem noch nachgeschaut, ob da jemand ist, weil ich dachte dann wirklich, ich hatte auch keine Brille auf und ich bin ja ziemlich blind, dass da jemand vom Finster im Bett steht und dass er deswegen geweint hat. Naja, genau. Aber sonst ist alles gut. Heute wollen wir vielleicht in den Wasserpark, weil heute ist es übelst warm. Also mir kommt so vor, als wäre es hier wärmer. Also gerade auf meinem Handy stand 27 Grad, aber ich gehe ja fast ein. Ich weiß nicht. Also anscheinend hat es ja was mit der Luftfeuchtigkeit zu tun. Versuche ich da mitzunehmen, aber es ist immer ein bisschen schwierig, wenn wir mit seiner Schwester und den Kindern unterwegs sind, weil. Ja, keine Ahnung, man denkt da einfach nicht so dran und da ist einfach mehr los. Kriegst du gleich, mein Schatz. Lass mal Mami ganz kurz filmen, was du an hast. Aha, schon Eiskaffee. Bene, lass mal dein T-Shirt zeigen. Da steht nämlich drauf: I love summer. It takes everything we have to face it. Without a sound, we take a step. Inside our hearts are racing. If it takes forever, we'll get there together. OMFG. Ja. Okay, wie machen wir das jetzt? Also öffnet du den Stein hier raus und dann finde ich da rein. Soll ich nach dem Becher fragen? Ja. Finny, sag mal, Sia. Super. Toll gemacht. Schatzi. Hallo. Heute gehen wir in einen großen Spielzeugladen, der überall beschildert war hier. Und da wollen wir jetzt mal hin, um zu schauen, was es da so gibt. Und danach möchten wir noch baden gehen, weil es wieder wirklich heiß ist, 34 Grad oder so.
und ich ja eh schon mal gesagt habe, dass die 24 oder 26 Grad schon unerträglich waren und jetzt ist es wirklich richtig schlimm. Genau. Und mal gucken, wie viel ich da filme. Ich nehme mir immer vor, mehr zu filmen, aber gerade im Wasser ist es ziemlich doof. Und mein Handy ist ja jetzt gerade auch noch kaputt. Natürlich, wie soll es anders sein? Schicksal. Es will einfach nicht, dass ich da filme. Ja, und deswegen muss ich mal schauen, wie ich das da mache. Ob wir heute ein bisschen mehr filmen, weil die anderen Aufnahmen sind auch nicht so gut. Die sind nämlich alle unscharf. Genau. Naja, ist jetzt dann in dem Spielzeugladen, darf ich wahrscheinlich eh nicht filmen. Sonst wäre ich wieder blöd angemacht, wie im Einkaufszentrum. Mal schauen. Da waren wir hin. Ich hoffe nicht. Oh. Fahrrad. Fahrräder. Ja. Also hier sieht schon etwas ärmlich aus, wenn ihr das seht. Und hier ist auch wirklich, auf jeden Fall, die Lebensmittel sind hier meistens günstiger, außer das Fast Food, das ist irgendwie teurer, weil als ich in McDonald's Lust auf einen McSunday Karamell hatte, hat er über 2 Euro gekostet. Deswegen sind hier wahrscheinlich alle so dünn. Ich habe hier jetzt noch wirklich keine übergewichtigen Menschen gesehen. Und irgendwohin muss ich ja wohl liegen, oder? Und sie haben auch Lidl und Aldi Süd, als eigentlich alles wie zu Hause. Und in den Aldi möchte ich auch unbedingt noch rein. Weil ich schauen möchte, wie das bei denen so ist, was die da so haben oder ob die das gleiche haben wie wir. Feni, dreh dich mal um. Bursche, ich muss doch dein tolles Handtuch zeigen. Feni! Feni! If it takes forever, we'll get there together. I'm winding along this road now. Hier sieht man richtig schön, wie die Höhle aufgebaut ist. Wir sind dann einfach eine Treppe runter und waren in der Höhle, in der es wirklich angenehm kühl war. Oh ja, endlich wird's kühler! Dann selber durch diesen wunderschönen See paddeln. Okay, Paddy hat es gemacht. Ich musste unseren Wildfang festheben. Es war schon ziemlich stickig und auch sehr beengend, aber auf jeden Fall all das wert, weil es wirklich wunderschön war. Ihr seht ja vielleicht, es kommt gar nicht so schön rüber, wie es wirklich war. Du dich hinsetzen, Finn. Super. Oh ja. Au, mein Kopf. Ja, mach auch. Also hier ist es ziemlich bergend. Mach auch. Au. Und Finny will jetzt paddeln. Und ich muss mich oft echt bücken. Sie hört schon auf. Also für Leute mit Platzangst ist es hier. Ich glaub nix. Der Kamera schon. So, das ist also die Höhlenstadt. So, wir sind jetzt wieder da von unserem Ausflug in die Höhle und gehen jetzt noch zum Spa und es wird auch schon dunkel. Ich zeige euch einen schönen Sonnenuntergang, der ist nämlich echt schön. Meine
matter what life brings, if it's you and me, we're ready for anything. Winnie! Hey! Guck mal, wo ist der Papa? Wo ist der Papi? Du mal winken! Hallo Papa! Hallo! Winnie, ich will alles allein können. Das war er also, unser letzter Abend in Ungarn. Wir sind noch ein letztes Mal da essen gegangen, wo es uns am besten geschmeckt hat und auch wieder war es sehr lecker, das Gulasch. Am nächsten Tag um 15 Uhr sind wir losgefahren, haben ein bisschen Bräune und sehr viele Schnakenstiche mit nach Hause genommen. Es war ein wirklich schöner und sehr langer Urlaub und vor allem günstig und war bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir da waren. Also bis bald, Balaton!